Was geht, Leute? Ich bin's wieder, euer Psyok. Und erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Secrets. Dieses Mal auf der Map Isla del Rosa. Und wie ihr schon gemerkt habt, habe ich jetzt ein neues Mikro. Was heißt ein neues Mikro? Das ist mein altes Mikro oder mein jetziges Standmikro. Also das T-Bone SC440. Irgendwie nicht mehr funktioniert, deswegen muss ich es zurückschicken und kriege dafür halt jetzt ein neues. Beziehungsweise dasselbe nochmal, aber halt sozusagen repariert. Ja, für diese kurze Zeit müsst ihr euch leider mit meinem jetzigen Mikro zufriedenstellen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und ich würde sagen, wir fangen direkt schon mal an. So, als allererstes drückt ihr F3 und guckt, wo es nach Süden geht. Wir sehen jetzt, dass es hier nach Süden geht, deswegen laufen wir da lang. Bei dieser kleinen Brücke angekommen, müssen wir kurz über diesen Glowstone springen und finden schon mal hier die erste Kiste. Dann springen wir hier auf den Glowstone-Block und dann rüber zu diesem Baum. Von dem Baum aus können wir dann hier rüber springen und dann sozusagen hier so einen kleinen Parcours machen. Dann sind wir schon auf den Dächern von diesen kleinen Häusern hier. Dann laufen wir ein bisschen weiter. Und dann kommen wir hier sozusagen bei so einem kleinen Feld an. Dieses Secret kennt vielleicht schon viele, das heißt, hier sind 4 Kisten. Und hier hinten ist auch noch eine Kiste, die könnt ihr euch auch noch gönnen. Also mit ein bisschen Glück findet ihr auch schon eine Runde, wo halt keiner dieses Secret, sag ich jetzt mal, kennt. Hier sind dann 3 Kisten, die spawnen aber nicht immer alle zur gleichen Zeit. Aber trotzdem spawnen die da, also ihr findet immer hier 1 bis 2 Kisten, manchmal auch 3, wenn ihr Glück habt. Dann müsst ihr hier über diesen See springen und lauft kurz weiter, dann geht ihr nach links und rennt jetzt hier zum Ende. So, hier müssen wir einmal kurz die Treppe nach unten und dann finden wir hinter der Treppe schon eine kleine Kiste. Dann gehen wir wieder zurück und laufen jetzt hier nach links. Da ist auch noch eine Kiste und dann werden wir jetzt hier rechts reinreiten. Wir ziehen den rechten Hebel nach oben und schon sollte sich hier hinten eine kleine Tür öffnen. Mit 3 Tier 2 Chests. Wie gesagt, da sind keine Items drin, da ich ein Singleplayer bin. Und ja, hier finden wir noch 3 weitere Kisten. Das sind jetzt Tier 1 Kisten. Gut, und jetzt können wir den ganzen Weg zurücklaufen und das meiste vom Secret haben wir schon. Dann müssen wir hier rechts diese kleine Treppe runterlaufen und dann direkt nach rechts. Wenn ihr dann nach rechts gegangen seid, geht ihr weiter geradeaus, bis ihr so einen Eingang seht mit rotem Dach und da hinten so einem Teppich, also einem grün-roten Teppich. Und dann seht ihr hier rechts eine Tür, die öffnet ihr und hier ist eine Tier 2 Kiste. Die könnt ihr euch auch noch kurz gönnen und dann rennt ihr wieder zurück. Dann, wenn ihr rausgegangen seid, direkt nach links und weiter geradeaus. Hier seht ihr schon sozusagen ein brennendes Stück Holz, aber wenn ich jetzt mal hier den linken Hebel ziehen würde, öffnet sich diese kleine Tür und man kann hier runter. Auf jeden Fall ist ja hier eine Kiste, die könnt ihr euch gönnen. Und ja, übrigens, Freunde, diese Kiste da unten ist eine Tier-2-Kiste. Und dann habt ihr eigentlich auch schon die ganzen Secrets gefunden. Also ich habe bis jetzt nicht mehr Secrets gefunden auf dieser. Falls ich noch was finde, dann ja, werde ich euch zeigen. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, falls ihr noch irgendwas kennt. Und das war's auch schon mit dem ganzen Video. Und falls euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Tut mir doch mal leid wegen dem Mikro, Freunde. Mein jetziges ist kaputt und ich wollte euch nicht ohne Video lassen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch doch gefallen hat. Wenn nicht, dann ja, lasst einen Daumen nach unten da. Das zeigt mir nämlich auch, dass ich meine Videos noch verbessern kann. Und ich weiß selber, dass ich ihn noch verbessern kann. Also jetzt tut nichts so, Freunde. Auf jeden Fall abonnieren, um nichts mehr zu verpassen, falls ihr neu seid. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Freunde. Euer Psyok.